Hallo zusammen, Testbericht Fujifilm XS20. Die Kamera filmt mich jetzt auch und zwar im Classic Chrome Look. Ich werde im Laufe des Videos ein paar Looks durchschalten, sodass du ein bisschen Gefühl kriegst, wie sieht das eigentlich aus, out of Kamera. Auto-Weißabgleich, Belichtung, Automatik und so weiter. Blende ist fix eingestellt auf 1,6, in dem Fall an 33 mm. Kein Filter drauf. Normalerweise verwende ich beim Filmen Filter, aber dann siehst du nicht genau die Originalfarben. Also so kommen deine JPEGs aus der Kamera raus. Ein bisschen schwierige Lichtverhältnisse heute auch mit sehr viel Sonne. Ich versuche ein bisschen Schatten zu finden. Die Ziegel da hinten sind rot, ne? Niedersachsen. Rote Ziegel, grün und ich habe so ein graues T-Shirt an, so als Referenz. Die Kamera filmt mich, habe ich gesagt, im Continuous Autofokus natürlich. Ich habe versucht, ein paar Einstellungen gespielt damit, um das vorwegzunehmen. Ein paar Sachen sind sehr, sehr gut geworden beim Autofokus, ein paar Sachen sind Fuji-Probleme. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt ist, werden wir nachher sehen. Ich habe Gesichtserkennung an. Die Situation jedenfalls Autofokus sollte super einfach sein. Ich bin gut beleuchtet, so doll verdeckt der Hut mein Gesicht nicht. Es ist nichts im Weg und so weiter. Also einfache Situationen gibt es gar nicht. Aber man sieht es ja wahrscheinlich so ein bisschen, im Wesentlichen geht's. So, um das schnell abzuhaken. Jetzt habe ich den Look Astia weich eingestellt mit sehr kräftigen Farben. Ich bin ziemlich weit weg. Gesichtserkennung sollte trotzdem gehen. Kommen wir gleich drauf, weil das ist sehr, sehr gut geworden. Haptik, Bedienung. Die Kamera ist wie alle Fuji-Kameras so aufgebaut, dass sie sich hochwertig anfühlt. Sie fühlt sich, das kriegt keiner so hin wie Fuji, dass die Kameras, egal ob günstig, teuer, klein, groß und so weiter, fühlen sich immer sehr hochwertig an, haben immer so ein bisschen diesen Retro-Feeling und das ist hier auch so. Die Kamera ist relativ, ist ja nicht billig, aber relativ günstig im Fuji-Setup, aber das fühlt sich nicht so an. Also da ist es nicht so, dass, wie soll ich das sagen, anders als bei den Sony A6000er Serie-Kameras, wo die 6400 zum Beispiel auch teuer ist und sich sehr schlecht anfühlt, also sehr billig anfühlt, das ist hier nicht so. Also man kriegt eine hochwertige Kamera. Sie ist allerdings nicht wetterfest, das würde ich aber nicht überbewerten. Das ist etwas, was mir relativ egal ist. Aber ich mache keinen Gießkannentest mit der Kamera. Ansonsten, Bedienung ist ein bisschen so, wie man das von Fuji kennt, aber auf der Vorderseite haben viele Fuji-Kameras einen Drehschalter zwischen Single-Autofokus, Continuous-Autofokus, manueller Fokus, der fehlt hier leider. Den habe ich häufig vermisst. Gerade auch bei Video, weil man da häufig wechselt, aber auch beim Fotografieren, gerade in der Reithalle oder so. Also das ist etwas, was mir sehr fehlt, weil die Objektive das in der Regel nicht haben. Das heißt, ich muss ins Menü gehen, was natürlich immer sehr träge ist. Und dann der Q-Button, der ist nach oben gewandert. Normalerweise ist er auf der Rückseite griffbereit für den Daumen. Das ist hier nicht so. Und der ist direkt neben dem Videoknopf und meine dicken Fingern, ich habe Schwierigkeiten, einen zu treffen, gerade wenn man das blind machen möchte, wenn man schnell wechseln möchte, vertut man sich sehr schnell. Das ist schade, aber das liegt sicherlich an einem kleinen Gehäuse, geht nicht alles, irgendwo müssen die Knöpfe hin. Dann vielleicht noch eine Besonderheit, wir haben einen Joystick, das ist nicht selbstverständlich in der Preisklasse. Mir ist keine andere Kamera bekannt, also Nikon, Sony, Canon haben das alle nicht in der Preisklasse. Wenn du einen Joystick willst, musst du sehr viel mehr Geld ausgeben. Aber der ist ziemlich klein für die dicken Finger wieder. Aber ja, ich kann nicht sagen, ich will eine kleine Kamera haben und mich dann beschweren, dass die Kamera klein ist. Ne? Also das gehört natürlich dazu. Der Sucher ist gut, auch gut genug. Helle, dunkle Sachen kann man wirklich alles gut machen, aber der ist ziemlich klein. Gerade verglichen mit einigen Fuji-Kameras, die halt hochpreisiger sind. Da zeichnet Fuji sich in der Regel aus durch einen sehr großen Sucher. Das ist hier nicht so. Der ist auch ziemlich flach. Ich hätte immer jetzt im Sommer ein bisschen Sorge mit Sonnencreme, wenn man das dann auch schlecht abkriegt. Auch das war der Sucher. Das Display ist auch hell, hell genug für draußen arbeiten. Man muss die Helligkeit hochstellen, das ist aber bei allen Kameras so. Und dann kann man da sehr gut mitarbeiten. Nicht super hochauflösend, aber es reicht. Also ich habe nie gesagt, irgendwie, ich kann mein Foto nicht machen, weil Sucher zu schlecht oder Display zu schlecht, sondern das ging immer. Es war ein bisschen unfair, weil ich parallel mit der Nikon Z8 unterwegs bin. Das ist natürlich eine andere Liga, aber die kostet auch mehr als das Dreifache. Ne? Also gut genug für als immer dabei Kamera und um damit arbeiten zu können. Jetzt habe ich Akros Standard eingestellt mit der Belichtungskorrektur von -0,7, sonst bin ich ausgebrannt hier in der prallen Sonne. Hinter mir so ein paar alte Bienenkörbe, so ein bisschen Retro-Look. Mal aus dem Bild gehen. Autofokus wieder rein. Mit Hut, das sollte gehen. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus, Autofokus. Ne? Da mal ein bisschen nebenbei drauf achten. Reden wir über Autofokus. Video-Autofokus siehst du jetzt so also ein bisschen live. Ich bin die ganze Zeit im Continuous-Autofokus, hatte ich gesagt. Mit verschiedenen Objektiven habe ich rumexperimentiert. Das geht prinzipiell gut. Er erkennt das Motiv immer. Er neigt aber so ein bisschen dazu, auch mal den Fokus tatsächlich suchen zu lassen. Da habe ich versucht, verschiedene Einstellungen zu machen. Autofokus, fotografieren. So, schwieriges Thema. Ich weiß, dass die Kamera ist ja nicht ganz neu.
Ich hatte hier 2 Wochen im Einsatz, konnte mir umfangreich ein Bild machen und ich sehe das Gleiche, was ich immer bei Fuji sehe seit vielen Jahren. Der ist manchmal sehr gut, der Autofokus, der ist auch besser geworden, was die Objekterkennung angeht. Das ist extrem gut geworden. Immer wieder sehe ich Situationen, wo ich sage, ich hatte parallel die Nikon Z8, die viel mehr kostet, wo ich sage, die Objekterkennung bei der Fuji ist deutlich besser, gerade auf großer Entfernung. Die Nikon geht bis einer gewissen Entfernung, da geht es halt nicht mehr. Fuji geht viel weiter, obwohl sie weniger Pixel hat, weil normalerweise, wenn du mehr Pixel hast, kannst du weiter weggehen mit der Objekterkennung. Das macht Fuji sehr gut. Aber das führt auch dazu, dass häufig Sachen im Hintergrund erkannt werden, die ich gar nicht im Fokus haben will. Ich zeige dieses Beispiel. Das ist bei dem Reitturnier. Die beiden Frauen verbeugen sich vor der Richterin, die sieht man nicht im Bild, verbeugen sich, kein Gesicht zu sehen, weil sie sich verbeugen. Der Fokus springt auf die Frau im Hintergrund und bleibt auf der Frau im Hintergrund, obwohl mein Hauptmotiv vorne ist. Dazu kommt, dass ich Fokus gemacht habe, Continuous Fokus, Gesichtserkennung und ein Area, ein Bereich. Und der Bereich ist auf den Frauen, der ist nicht auf dem Hintergrund. Der springt aus diesem Bereich raus und geht auf den Hintergrund. Das habe ich sehr häufig gehabt, das Thema. Das habe ich auch auf Instagram euch gefragt, ob ihr einen Tipp habt. Ihr hattet keinen Tipp. Das heißt, es kamen ganz viele Tipps, aber keiner, der funktioniert. Autofokus und Gesichtserkennung bei der Fuji XS20. Ich habe jetzt hier hinten die Heidi stehen und ich habe hier ein Foto von meiner Frau stehen. Das klappt grundsätzlich gut. Wenn ich jetzt hier mit dem Fokusbereich hingehe, ich habe die Augenerkennung an und ich sage, geht drauf, dann erkennt er das Auge auch sehr zuverlässig. Es ist ziemlich dunkel hier, bin bei ISO 4000, bei Blende 2, also alles gut soweit. Jetzt gehe ich hier rüber auf die Heidi. Dann bleibt da. Also ich verstehe eigentlich nicht, warum geht er jetzt auf das statt dahin, weil ich habe doch gesagt, er soll nur hier suchen. Und in beiden ist ein Mensch zu sehen. Und das Problem ist ein bisschen, das funktioniert manchmal, aber halt eben überraschend häufig nicht. Jetzt geht's halt wieder konstant. Aber sobald ich mal da war. Und das ist in der Praxis, jetzt geht's da wieder nicht rüber. Es ist in der Praxis total häufig so, wenn man Sachen hat, die man nicht gut kontrollieren kann. Ich war halt neulich bei so einem Reiterturnier, wo halt alles hat sich ständig geändert und ich habe ständig Fokus hin und her geschoben und so weiter. Mal war es super zuverlässig und manchmal ging's halt so richtig gar nicht. Fujifilm hat mich gerade noch angerufen, Techniker, und mir das nochmal erklärt. Also, wenn ich Gesichtserkennung anhabe und dann einen Bereich mache, dann wird dieser Bereich ignoriert. Also, wenn du Gesichtserkennung hast, dann keinen Bereich machen, weil das verwirrt dich natürlich als Betrachter, sondern dann immer im Hinterkopf haben, es geht über das gesamte Feld. Ja, normalerweise ist es so, wenn ich einen Bereich mache und Gesichtserkennung, dann will ich in diesem Bereich die Gesichtserkennung haben. Sonst müsste ich ja keinen Bereich machen, das würde ich sagen, über alles. Das heißt, wenn ich einen Bereich mache und daneben ist ein Gesicht, soll er da nicht hingehen. Das macht er aber. Und er bleibt dann auch da, selbst wenn in diesem Bereich wieder ein Gesicht auftaucht. Da muss man tatsächlich mal die Kamera wild hin und her schwenken oder so, dass er, weil er sehr konsistent auf dem Gesicht bleibt. Aber wenn es das Falsche ist, ist das halt falsch. Das hatte ich wiederholte Male. Ein weiteres Beispiel, das hier. Das war auch ein Problem. Da hatte ich Pferde-Gesichtserkennung. Sobald aber Leute im Vordergrund sind, springt er auf den Vordergrund und nicht aufs Pferd. Das ging dann mit dem Bereich einstellen, ging das dann besser. Also man muss sich tatsächlich die Zeit nehmen, viel damit zu arbeiten, viel damit zu experimentieren. Dann hat man irgendwann so ein bisschen den Dreh raus und weiß ein bisschen, wo die Marken sind. Und dann geht das sehr gut. Dann hat man auch einen Haufen Treffer. Aber man muss sich wirklich Zeit nehmen, damit zu experimentieren. Sonst wird das nichts. Das ist so ein bisschen die Objekterkennung. Also die ist fast zu gut. Das wird wahrscheinlich besser werden, weil zu gut im Sinne von, es wird zu viel im Hintergrund erkannt. Noch ein Beispiel. Sackhüpfen. Sommer. Fest im Kindergarten. Die Kinder haben Sackhüpfen gemacht. 4-jährige, 5-jährige Kinder, die hüpfen nicht schnell. Aber die hüpfen mit Sommerhut auf. Die hüpfen, das heißt, der Gesicht ist teilweise von dem Hut verdeckt. Der Autofokus springt auf den Hintergrund und die Kinder, die auf mich zuhüpfen, kriege ich nicht mehr rein, weil die sind an mir vorbei, bis ich dann irgendwie das in den Griff gekriegt habe. Ich habe also einen Haufen Shots verpasst, einfach weil die Gesichtserkennung auf den Hintergrund springt, weil da irgendwo noch Leute stehen. Das kenne ich von anderen Kameras so nicht. Das sind Spinnenweben vor der Kamera, aber du siehst es wahrscheinlich nicht. Also das ist ein bisschen schade. Kann sein, dass es über Software künftig besser wird. Dann, wenn du irgendwas hast, das sich nicht bewegt, also der Hund liegt da, die Frau steht vor dir, das Kind steht vor dir, Katze, Pferde, Ziegen, das geht alles wunderbar. Objekt wird sofort erkannt, sehr zuverlässig werden die Augen erkannt. Also das ist extrem gut geworden, besser als bei der Nikon, die Objekterkennung, gerade die Augenerkennung und so weiter. Wie gesagt, Hunde, Katzen, Schafe, Pferde, Menschen, tipptopp, wenn die sich nicht bewegen. Sobald die sich bewegen, wird es sehr, sehr schwierig. Jetzt sagt ihr mir immer, das liegt an den Objektiven, die ich verwende, aber ich habe diverse Objektive verwendet. Ich habe auch mit Fuji gesprochen, sie haben mir die Objektive zur Verfügung gestellt. Und das Problem ist aber, ich will diese Objektive haben. Ich will das 56er nutzen, ich will das 33er nutzen, ich will das 90er nutzen. Und das sind die Objektive, die Probleme machen. Und gerade das 90er gilt eigentlich als schnelles Objektiv. Es nützt mir nichts, dass es ein Objektiv von Fuji gibt, bei dem der Autofokus gut ist, oder zwei oder drei. Das sind nicht die Objektive, die ich benutzen möchte. Kannst du anders sehen.
Jetzt habe ich Eterna Kino Look, auch auf Blende 2.8 bei 18 mm mit dem Kit-Objektiv. Alles grün hinter mir. Autofokus bei Sachen, die sich bewegen. Continuous Autofokus, das ist ein Problem. Ganz wichtig, du musst den Boost-Modus anmachen. Standardmäßig ist der Boost-Modus aus. Sie funktioniert nur im Boost-Modus. Also der Energiesparmodus ist standardmäßig an. Und natürlich auch interessant für Landschaftsfotografen, aber nicht für Leute, die etwas fotografieren, das sich bewegt. So, der ist schon immer schlecht gewesen bei Fuji. Der ist auch hier schlecht. Der ist also zumindest mit dem Objektiv, mit dem 33er habe ich viel gearbeitet, total unbrauchbar. Also im Sinne von, der Hund geht auf mich zu, das Kind geht auf mich zu, die Ziege geht auf mich zu, das Pferd geht an mir vorbei. Ich habe sehr wenig Treffer im Sinne von vielleicht 3 von 4. Jetzt kann man sagen, okay, vor 5 Jahren war 3 von 4 mit Objekterkennung sehr, sehr gut. Aber heutzutage ist es halt nicht mehr zeitgemäß und schon gar nicht bei einer Kamera über 1000 Euro. Und zwar ist es ein bisschen egal, ob ich Objekterkennung anmache oder die ausmache und versuche nur mit irgendwas Kleinem zu arbeiten oder sowas. Ich habe alles Mögliche experimentiert. Und es bleibt immer dabei, der Continuous Autofokus kannst du einfach wirklich vergessen. Aber, nachdem ich das sehr deutlich gesagt habe, 3 von 4 Treffer heißt, du hast 3 von 4 Treffer. Also wenn du jetzt eine alte Kamera hast und du hast nur 2 von 10 Treffern, dann verbesserst du dich ganz massiv. Also das nicht vergessen. Aber verglichen mit deutlich günstigeren Kameras von Canon, Nikon, Sony, ist das wirklich nicht zeitgemäß. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Sind es tatsächlich nur die Objektivmotoren oder nicht? Man munkelt, dass es bei der X-H2 sehr viel besser ist. Mein Eindruck von den X-H-Kameras war auch nicht so richtig gut. Ich kann es nicht sagen. Jetzt sieht es für mich auch schon wieder so aus, als wenn es unscharf wäre. Aber das täuscht vielleicht. Also das ist tatsächlich ein Problem. Die Kamera kann ich absolut nicht empfehlen, wenn du sich bewegende Sachen fotografieren möchtest. Es sei denn, du hast die richtigen Objektive dafür, scheinbar. Da gibt es ja scheinbar einige. Dann musst du dich woanders schlau machen und dir überlegen, ob die dir reichen. Weil das 33er, das ist halt ein echt gutes Objektiv, also richtig gut. Das macht richtig Spaß und das wäre auch meine Nummer 1 Empfehlung. Eins von diesen Objektiven, zum Beispiel das 33er, weil du umgerechnet 50 mm, super flexibel, kannst im Grunde alles mitmachen. Oder halt irgendwie ein 23er oder irgendwas. Aber die Objektive müssen dann halt auch mal in der Lage sein, mein Kind zu fotografieren, das durch die Wohnung läuft. Und zwar, ich rede nicht von Rennen, sondern von Gehen. Und dann habe ich schon nur noch bedingt viele Treffer. Ja, das ist ein bisschen schade. In dem Zusammenhang vielleicht noch, die Kamera ist auch relativ langsam, wenn ich wechsle zwischen verschiedenen Modi. Das dauert immer so einen Augenblick. Nicht lange, lange, aber so 1-2 Sekunden wartet man andauernd mal. Zum Beispiel, ich starte aus Versehen Videomodus, passiert mir häufig, weil der Knopf da oben im Weg ist. Ich starte Videos, dann muss ich stoppen, warte. Und dann verpasse ich Shots, weil das passiert mir nur, wenn ich hektisch bin. Das heißt, wenn ich Action habe, wenn ich jetzt schnell wechseln muss, dann passiert mir das und dann verpasse ich Shots. Verglichen wieder mit der Z8, die ich parallel hatte, wo man einfach null Wartezeit hat. Null. Ja, ich weiß, kostet Dreifache. Aber 2023 will ich bei einer Kamera für über 1000 Euro eigentlich auch nicht mehr warten müssen. So meine Meinung. Videoblogging, weil die Kamera ist ja dafür geeignet. Ich habe auch eine gute Bildstabilisierung. Ich bin jetzt im Look Pro Negativ Standard. Das ist angeblich optimiert für Porträts, so steht es in der Beschreibung. Ich gehe hier mal so ein bisschen rum. Ich habe die Kamera auf dem Stativ, aber in der Hand. Und mehrere Sachen. Das eine ist dieser Wechsel zwischen hell und dunkel. Das macht die Fuji extrem gut. Und mit meiner Sony wird das ganz, ganz mühsam. Jetzt brenne ich hier so ein bisschen aus, aber wenn ich kurz stehen bleibe, macht er das wieder. Ich habe keine Belichtungskorrektur drin, das könnte ich natürlich noch machen. Und achte mal auf die Bildstabilisierung, wenn ich gehe, auch Rolling Shutter und so weiter. Das ist alles gut. Also man kann damit Videoblocken machen, gar keine Frage. Ich bin jetzt auf 18 mm, das ist nicht perfekt, aber das kann man natürlich machen. Zur Not, da muss man halt einen langen Arm haben, wie ich das jetzt mache. Besser wäre natürlich irgendwie 12, 13, 14 mm oder so. Da habe ich jetzt aber kein passendes Objektiv. Jetzt gehe ich mal richtig in den Schatten rein. Jetzt habe ich ein Dach über mir, dunkles Gesicht. Aber er passt sich an. Und zwar sehr sanft. Es müsste für dich als Betrachter eigentlich sehr angenehm sein. Und wenn ich jetzt hier so gleichmäßig beleuchtet, roter Hintergrund, und ich erzähle so ein bisschen was, das klappt wirklich gut, glaube ich. Ich schiele die ganze Zeit vorbei, aber Gesichtserkennung klappt, glaube ich, gut. Farben sind gut. Haut sieht gut aus. Nebenbei, Hautkrebs ist ein Thema bei mir und deswegen habe ich lauter Narben im Gesicht und deswegen gibt es mich fast nur noch mit Hut. Aber ein anderes Thema. Haben wir eine Wiesn News behandelt. Rolling Shutter, wie ist das hier so mit den Balken? Das ist eigentlich alles gut. Jetzt habe ich den Look drauf, nostalgisch negativ. So, roter Ziegel, die Fensterrahmen sind blau. Ich bin immer noch grau. Gesichtserkennung sitzt immer noch. Gesicht jetzt gleichmäßig von vorne beleuchtet. Fazit. Die Kamera macht Spaß. Wie alle Fuji-Kameras, das ist immer wieder so. Ich mache ja schon seit vielen Jahren Fuji-Reviews. Ich freue mich immer drauf.
Ich bin immer ziemlich frustriert von den Kameras. Ich habe aber auch immer sehr viel Spaß. Und ich habe immer ein paar tolle Fotos dabei. Es sind immer Fotos dabei, die ins Familienalbum kommen. Immer ein paar Best-of des Jahres mache ich mit der Fuji. Zum einen einfach, weil ich sie immer viel dabei habe, weil immer klein. Man nimmt sie häufiger mit. Die Nikon Z8 zum Beispiel, da im Moment überlege ich, ob ich sie mitnehme oder nicht, weil ja, nein, groß und so weiter nehme ich da nicht mit. Die nehme ich ja nicht mit auf eine Fahrradtour. Die kleine nehme ich doch mit. Das heißt, ich habe sie viel mehr im Einsatz. Ich experimentiere auch viel mehr damit als mit anderen Kameras, weil ich es muss, weil es schwieriger ist. Und vor allem auch, weil ich es kann, weil ich die verschiedenen Looks habe, weil ich sehr viel einstellen kann. Man kann ja auch in den Looks noch tunen und so weiter. Also die Kamera verleiht dazu, sich damit zu beschäftigen, damit zu arbeiten, wie bei allen Fuji-Kameras. Und man hat immer sehr viel Spaß dabei. Auch Frust, gibst du, jeder von uns hat Frust mit den Fuji-Kameras, aber nicht vergessen, der IKEA-Effekt, ne? Man steckt da viel Energie rein und dann weiß man das Ganze mehr zu schätzen, wenn man dann den Look hingekriegt hat oder wenn man dann rausgefummelt hat, wie das geht mit dem Autofokus. Dann ist man ja plötzlich stolz auf sich und hat plötzlich sehr viel mehr Freude an den Ergebnissen. Also das macht man, vielleicht ist auch ein bisschen Absicht bei Fuji, dass man diesen Frustfaktor hat, weil der zu Treue führt. Weil die Fuji-User, keiner ist so markentreu wie die Fuji-User, ne? Und so vehement am Verteidigen die Kameramarke auch. So, sollst du sie dir kaufen? Wenn du primär eine Kamera suchst für deine Familie, für deine kleinen Kinder oder für deine sich bewegenden Haustiere, würde ich das nicht machen. Ich habe tatsächlich einen Tierfotografen gesucht, einen guten Tierfotografen, professionell oder semi-professionell, für ein Zielfotomagazin Tiere fotografieren. Da wollte Fuji ein Advertorial bezahlen. Wir haben zusammen, Fuji und ich, haben keinen Tierfotografen gefunden, der mit Fuji arbeitet. Dann ist das Thema doch so ein bisschen abgehakt. Das ist ja nicht schlimm. Nicht jede Kamera muss ja für Tiere optimiert sein. So, um das schnell abzuhaken. Aber wenn du sagst, du möchtest vor allem Streetfotografie machen, Fuji natürlich ganz vorne dabei. Du willst Landschaft machen, natürlich kann man das damit machen. Du willst einfach Sachen machen, wo du dir Zeit nimmst. Das kann auch Menschen sein. Wenn du Menschen fotografierst im Sinne von Leute, die stillhalten, Models, ja, natürlich kannst du das machen. Natürlich kannst du deine Kinder damit fotografieren, auch sehr, sehr schön, wenn sie stillhalten und nicht durch den Garten rennen. Das geht natürlich sehr, sehr gut. Und dann hast du auch sehr viel Freude damit. Deswegen sind die Fujis ja auch so beliebt. Und also absolut empfehlenswert. Wie immer, überleg dir, welche Objektive du dazu nimmst. Zum Beispiel das 33er, was ich vorhin drauf hatte, ist eine ganz, ganz heiße Empfehlung von mir. Ein tolles Objektiv. Teuer leider auch, aber auch toll. Das 56er ist ein tolles Objektiv. Es gibt Alternativen von Sigma, von Wildrox und so weiter. Mach den Warenkorb mit verschiedenen Objektiven. Und speziell deswegen, weil die Kamera so klein ist. Das 33er zum Beispiel ist ein überraschend großes Objektiv an der kleinen Kamera. Das macht die ganze Kamera natürlich groß. Das heißt, dieses immer mitnehmen, immer in die Handtasche packen, scheitert eventuell an den Objektiven. Überleg dir also, ob dir 2.0 Objektive reichen oder 2.8 reichen. Ich bin jetzt nah dran, Blende 2.8. Ist der Hintergrund freigestellt? Nicht wirklich. Ist halt APS-C. Es ist halt ungefähr der 4.0 Freisteller-Look von APS-C gegenüber Vollformat, also von Vollformat. Mit 1.4 würde das anders aussehen. Deswegen ist so ein bisschen so, ja, nein, welche Objektive? Wenn du aber ein, zwei Objektive hast, die sehr klein sind, Blende 2.0 halt nur, oder es geht mit 2.8. Ja, kleine Sache, die du auch mit auf die Reise nehmen kannst. Bei mir ist Fahrradfahren im Moment ein Riesenthema. Ich fahre unheimlich viel, auch sehr lange Strecken inzwischen. Und möchte natürlich auch mal eine mehrtägige Fahrradtour machen, diesen Sommer. Da wäre das eine ganz tolle Kamera, so wie ich sie jetzt hier habe, mit dem Kit-Objektiv drauf, die Kamera. Weil es ist gut genug. Und ja, viele Fotos sehen aus wie ein Handyfoto, wenn ich dir diese beiden Fotos zeige. Welches ist das Handy, welches ist die Fuji? Das Handy ist das mit der höheren Auflösung, das iPhone in dem Fall, also ganz klar höhere Auflösung. Auch schärfer, aber halt überschärft, könnte ich mir so runternehmen. Ich könnte mit RAW fotografieren, ich könnte auch mit mehr Megapixeln arbeiten. Also ich kann theoretisch mit dem Handy bessere Fotos machen, aber natürlich nicht mit dem Spaßfaktor. Und letztlich sieht man es, wenn man genau hinguckt, natürlich schon noch ein bisschen, dass es ein Handy ist. Aber nur noch ein bisschen. Also noch hat die Kamera ein bisschen Vorteil. Und den Spaßfaktor natürlich. Also es wäre tatsächlich was, wo ich mir ernsthaft überlegt habe im Vorfeld, soll ich sie kaufen für meine Fahrradreisen. Ich habe mich dagegen entschieden und nehme was, was noch viel kleiner ist, aber dann auch kein Wechselobjektiv hat. Ja, ist wieder das, ne? So, ich hoffe, das war hilfreich. Falls du dir die Kamera kaufst, nicht vergessen, kauf sie bei Fotohama mit dem Wiesner-Vorteil. Die machen dir einen guten Preis und du kriegst ein gratis Einschlagtuch dazu. Das super praktisch ist, genauso habe ich die Kamera jetzt in meinem Fahrradrucksack gehabt, Einschlagtuch rum, weil super klein, kompakt, wiegt nichts, nicht viel. Ich kann das gleich als Putztuch nehmen eventuell noch. Und die Kamera nimmt halt nicht mehr Platz weg, als sie muss, weil wenn du eine umfangreiche Tasche hast, dann passt sie wieder nicht. Dann musst du einen größeren Rucksack nehmen, damit die Kamera reinpasst. Und naja, und schon ist ein Problem auf dem Fahrrad. Aber wie gesagt, mit der Kamera und dem Einschlagtuch geht das sehr gut. So.
In diesem Sinne, bleib gesund, viel Spaß mit deiner Kamera, egal mit welcher. Ich freue mich auf ganz viele Kommentare, dass er wie ist ein Fuji-Hasser ist. Nein, ist er nicht. Im Gegenteil, ich habe 2 Fuji-Kameras, die ich auch hin und wieder gerne benutze. Und die Kamera mit Software-Update für ein bisschen konsistenteren Autofokus könnte mich dazu bringen, meine X-T3 gegen die abzugraden. Also nicht jetzt, aber vielleicht 2 Software-Versionen hinter. Überlege ich da nochmal drüber nach. Ich habe sie im Sommer nochmal, die Kamera. Und dann schaue ich sie mir nochmal an.